Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. 18 Tage seit dem letzten Unfall. Ui. Ui, wie lange ist der Jurassic Park offen, seitdem, seit das Spiel losgegangen ist? Beziehungsweise seit unsere Probegäste, Dr. Alan Grant, Ellie Sattler und Ian Malcolm im Jurassic Park waren. 18 Tage ist schon recht wenig, ne? Wenn du in Freizeitpark gehst und liest dann irgendwie, ey, vor 18 Tagen ist noch ein Unglück passiert, denkst du dir jetzt vielleicht eher, nee, das ist schon nicht ganz so cool. Okay, wahrscheinlich werden wir das hier nicht drehen können, Lassen das Rad. Lassen Sie den Druck erst ab, wenn ich den Strom abschalte. Sonst wird das System nicht richtig zurückgesetzt. Okay. Okay, verstehe. Wir müssen erst den Strom finden. Das heißt, er ist schon mal richtig positioniert. Dann gucken wir mal, was wir noch hier unten ändern können. Was haben wir noch hier? So viele Transformatoren. Das Kraftwerk produziert genug Strom, um eine Kleinstadt zu versorgen. Interessant, interessant. Wir gucken mal nach hier oben. Das da oben, an der Leiter. Sieht wie die Stromkonsole aus. Okay. Push to open. Wir drücken mal auf das hier, weil grün ist immer gut, oder? Grün ist eigentlich immer positiv. Wir schließen den Stromkreis erst, wenn der Kondensator geladen ist. Okay, dann laden wir ihn. Wir können den Kondensator nicht laden, bevor der Dampf abgelassen ist. Zu riskant. Das widerspricht sich doch jetzt aber gerade. Okay. Sieht aus, als müssten wir den Schaltkreis zum Öffnen drücken, um den Strom abzustellen. Das klappt sicher nicht. Zum Öffnen drücken. Ergibt Sinn. Jetzt so. Wir müssen den Dampf ablassen, bevor wir den Strom einschalten. Okay. Dann switchen wir gerade nochmal hier in das Dialogfenster rein. Wegen der Zigaretten. Stimmt, da war noch was. Sie hatte Zigaretten verloren, die hatte sie aber wiedergefunden. Und dafür rechtfertigen wir uns am besten jetzt mal. Nicht deine Marke, was? Ja, tut mir echt leid. Ich war verzweifelt. Ich verstehe das. Nur zu gut, fürchte ich. Besonders jetzt. Aber hey, vielleicht bringt mich dieses Desaster endlich zum Aufhören. Wirklich? Niemals. Ich bin so süchtig, ich könnte einen Velociraptor rauchen. Ich will dir keinen Vortrag halten, aber lass es, solange es geht. Bekommen Sie Entzugserscheinungen? Ja. Hey, hast du mein Feuerzeug oder wurde das auch vom Raptor gefressen? Der hat es aber wieder ausgespuckt, der Raptor. So, auch die Zigaretten. Die kann man noch essen, wollte ich gerade sagen. Quatsch, die kann man noch rauchen. Okay, wir switchen doch mal wieder zurück zum Rad. Hast du Spaß mit dem Hund? Auf jeden Fall. Der ist super brav, der ist super lieb. Er ist aber auch halt super auf Zack. Ne? Das heißt, ich habe jetzt die letzten zwei Tage, also heute war ich um 3 Uhr morgens schon wach mit dem Hund draußen, deswegen bin ich auch ein bisschen im Arsch. Und gestern war genau das gleiche Spiel gewesen. Um 3 Uhr morgens, ja, war ich mit dem Hund Gassi. Aber ansonsten alles super eigentlich. Haben wir den Strom jetzt abgeschaltet eigentlich? Dass der Lavastrom so weit unter uns ist. Nur ein Stück näher und die Hitze wäre unerträglich. Jetzt kommen wir wieder in den Jurassic World Niveaubereich. Wer baut denn so eine wichtige Anlage über einen Fluss von Lava drüber? Ist doch ein bisschen fahrlässig. Oscar könnte das Ganze mit seinem kleinen Finger umdrehen. Ich will es ja nur ganz kurz sagen. Oscar würde das Ganze ruckzuck zum Laufen bringen. Weiter geht's. Kann mir jemand mit dem Ventil helfen? Es bewegt sich nicht. Klar, wir öffnen auch Gurkengläser. Okay. Erstmal heißt Servus Kika. Husky ist ein extrem intelligentes, stimmt, aber auch extrem hinterlistig. Also der Kleine, der fängt schon an, uns zu verarschen. Aber, ja.
trotzdem eine schöne Sache, so ein Hund daheim zu haben. Vor allem ein Husky einfach. Ich liebe Huskies. Und auch heute Morgen um 3 Uhr war ich schon mit dem Husky mehr oder weniger joggen. Ich will den auch so ein bisschen halt aufs Sport, auf den Sport vorbereiten, dass ich halt mit dem joggen gehen kann. Und er hat heute Morgen um 3 Uhr schon gemeint, er müsste jetzt das Feld lang sprinten. Und da habe ich mal versucht mitzuhalten. Das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Ich meine, der ist erst 15 Wochen alt. Und der rennt dir aber jetzt schon weg. Zumindest mir rennt der jetzt schon weg. Okay, auf 3. 1, 2, 3. Stopp! Stopp! Wir schaffen das! Na, wenn Oskar das nicht schafft, dann schafft ihr das nicht. Es sollte nicht so schwer sein, das Ventil aufzudrehen. Es muss einen motorisierten Hilfsmechanismus geben. Mit Gewalt könnten sie etwas kaputt machen. Ich schaue es mir an. Wenn es einen Motor gibt, müssen sie die Verbindung trennen, bevor es sich von selbst bewegt. Hättest du auch gerne mal vorher sagen können, Frau Doktor. Der Husky-Raptor. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch schon mir angewöhnt, den so unter Kontrolle zu halten. Ja, ich habe das aus Filmen gelernt, die mir erzählen, dass das funktioniert. Ich kann übrigens aus eigener Erfahrung sagen, der Husky hat mir auch schon zweimal in die Wohnung geschissen. Am ersten Tag aber nur. Und auch zweimal in die Wohnung gepinkelt. Und dann habe ich das Ganze mal so gegoogelt. Und da hieß es, wenn der Husky sich oder wenn der Hund sich hinsetzt und anfängt zu pinkeln, soll man ihn quasi packen und hochnehmen und da würden die das einhalten. Das stimmt nicht. Der Husky oder der Hund, der Husky in meinem Fall, dem ist das scheißegal, der pinkelt weiter. Nur so als Tipp, das ist Quatsch. Aber er ist jetzt heute den dritten Tag bei uns und der ist jetzt schon nahezu stubenrein. Also der macht sich auch jetzt wirklich schon bemerkbar. Ey, ich muss raus, Leute, es wird eng. In einem Zeitraum auch, der sich jetzt nicht mehr auf 2 Stunden festgesetzt hat, sondern jetzt, keine Ahnung, heute Nacht waren es mal 5 Stunden gewesen. Also das klappt schon, das wird schon echt besser. So. Was für eine Augenfarbe hat der Husky? So richtig schön türkisblau leuchtend. Also da muss ich mal, wenn der mal hier ist, werde ich ihn mal kurz, ich habe hier 3 Kameras stehen, eigentlich noch links und rechts, dann kann ich die auch umswitchen. Mal gucken, wenn er hier in der Ecke liegt, dann kann ich mal auf ihn drauf switchen. Und da könnt ihr euch den Husky auch mal angucken. Der hat so eine richtig schön helle, blaue Augenfarbe. Wenn wir Gewalt anwenden, richten wir nur noch mehr Schaden an. Warten wir, bis es sich problemlos drehen lässt. Achso, wir haben hier unten noch jemanden. Wir müssen den Dampf ablassen, bevor wir den Strom einschalten. Okay. Also, wann schließen wir den Stromkreis? Nachdem der Kondensator geladen ist? Sehr gut. Sie haben mir die Antwort schon vorgesagt. Das war doch nicht schwer. Wollen Sie uns irgendetwas sagen, Mr. Yoda? War er nicht eben gerade noch oben? Hi, Servus und hallo. Andybar26, schön, dass du da bist. Tja, das Schild müssen Sie wohl aktualisieren. Ja, das muss schon zurückgesetzt werden. Okay, also die können hier nichts machen. Sekunde. Sehen Sie das große Rad da oben? Das müsste das Druckventil sein, das wir suchen. Ich mach das schon. Er war eben aber auch schon oben eigentlich. Naja, wurscht. Das große Rad da oben, das ist das Druckventil. Das ist doch das hier, was wir hier vor uns sehen. Aber das sollen wir ja noch nicht betätigen, weil es irgendwo einen... Aha! Einen automatischen Mechanismus geben soll. In dem kleinen Raum da unten. Da befindet sich vielleicht der Motor, den wir suchen. Ich setz mir an. Schau's dir mal an, meine Liebe. Oh oh. Oh oh. Wenn die Ratten reinkommen, werden die von irgendwas verfolgt. Da wette ich drauf. Okay, sie wird's nicht öffnen können. Doch, kann sie. Okay. Bin hier genau richtig, ich liebe Jurassic Park und World. Dann bist du hier wirklich genau richtig, ja. Du kannst mir mal erzählen, was du von Jurassic World Dominion hältst. Da können wir mal ein ganz kurzes Gespräch anfangen, auch mal live über das Thema Jurassic World Dominion zu quatschen, weil ich mal ganz gern mit Leuten drüber diskutieren würde, die den Film ja total mögen. Weil die meisten wissen, ich war da nicht ganz so begeistert von dem Film. Ihr wollt mir mal gern in den Chat reinschreiben, was ihr von Jurassic World Dominion haltet. Ha ha.
Nein, ich hab einen Discord-Server, aber immer noch nicht geöffnet. Ich muss den echt mal eröffnen. Aber er ist auf jeden Fall da. Er ist eigentlich auch schon fertig. Ich weiß nicht, warum ich ihn noch nicht eröffne. Vielleicht, weil ich auch gerade nicht genug Zeit habe, um den auch wirklich regelmäßig zu pflegen und sowas. Und dazu komme ich aber später nochmal. Weil ich nämlich jetzt neben YouTube und jetzt auch Twitch und so ein Kram halt, habe ich wieder was angefangen, was eigentlich so meine Hauptleidenschaft ist, nämlich das Schreiben. Ich bin Autor. Autor in Anführungszeichen. Du bist ja schon Autor, wenn du einen Text auf ein Stück Klopapier schreibst und es irgendwie veröffentlichst. Aber ich veröffentliche ja Geschichten und Bücher über einen Verlag und habe jetzt wieder angefangen, so ein paar Sachen zu schreiben und ja. Jetzt wird alles gerade ein bisschen viel eben und auch noch neben Job danebenbei. Das ist, ja. Da muss ich meine Routine ein bisschen reinkriegen. Okay. Also ich habe mir heute ein Video zu Jurassic Park 3 angeschaut und noch weitere. Also ich finde, dass Jurassic World Ups 3 viel mehr Potenzial hätte, hätte man gezeigt, warum der Spino... Oh Gott, jetzt wird es ein bisschen schnell. Der Jurassic Park 3 hatte mehr Potenzial gehabt. Das lag aber auch ein bisschen mehr an dem Drehbuch, was da verhunzt wurde. Das war ja eine riesige Prozedur gewesen. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wieso. Ich wollte da auch mal nachgucken, warum das so passiert ist. Und da kommt auch noch ein Video von mir dazu dem Thema. Aber Jurassic Park 3 hätte nicht so aussehen müssen, wie wir ihn bekommen haben, weil da gab es einfach nur sehr viele Probleme beim Dreh, also bei der Produktion vom Film. Und deswegen fühlt er sich auch so ein bisschen seltsam an. So, man versteht ein paar Sachen nicht, warum verhält sich der Spinosaurus so komisch, woher wusste das Militär, wo es hin muss, obwohl Ellen nur zu Ellie geschrien hat, ich bin am Fluss, die wusste ja gar nicht, wo er überhaupt ist. Und das wird alles so ein bisschen in dem Originaldrehbuch, in dem Originalskript erklärt. Und was ich sehr interessant finde, das Originalskript, also der Film, sollte eigentlich in Ägypten starten, wo man das Skelett des Spinosaurus ausgegraben hat. Und das hätte ich sehr cool gefunden. Das Ende mit dem Teri, Giga Rex, das war schlecht. Und das, was mich triggert, dass Owen den Para mit einem Seil gehalten hat. Hat er das? Stimmt, ja doch, du hast recht, mit dem Lasso. Mit dem Lasso hat er ihn festgehalten, ja. Ja, der Endkampf, den fand ich auch sehr lame. Vor allem, es ist so ein, das ist, was mich halt so stört, dass Rexy es nicht geschafft hat, den Giga alleine zu besiegen. Weil wir bekommen jetzt ja die Extended Edition von Jurassic World Dominion und da sehen wir ja auch, dass der Giga den Rexy schon vor 65 Millionen Jahren gekillt hat. Und dann kommen wir erst in die heutige Zeit. Und jetzt schafft der Rex es wieder nicht, den Giga alleine zu besiegen. Also wo ist da der Sinn, uns das zu zeigen? Hätte der Rex ihn jetzt nochmal gekillt oder ihn jetzt in unserer heutigen Zeit gekillt, hätte das irgendwie Sinn gemacht. Story-technisch, aber so ist es auch ein bisschen enttäuschend gewesen, das stimmt schon. Bisschen spät, aber Support ist da. Lieber Pandaman, schön, dass du da bist. Schön, dass du überhaupt... Schön, dass du dich ergötzt, hier dabei zu sein. Du hast ja auch Jurassic World Dominion gesehen, wir haben beide drüber gesprochen gehabt und du warst ja auch ein bisschen ernüchtert von dem Film gewesen. Ne? Thema Teri, Giga gegen Rex, nee, umgekehrt, Teri und Rex gegen Giga. Was hältst denn du davon? Wir hatten da schon drüber gesprochen gehabt, ich weiß, aber trotzdem kannst du nochmal deine Meinung dazu hier reinschreiben. Monsterhaft war, hätte man eine Menge aus dem Film rausholen können. Was monsterhaft war, hätte man aus dem Film rausholen können. Das musst du mir nochmal schreiben, das verstehe ich jetzt nicht. Cool, wie heißen deine bisherigen Bücher? Ich habe das sogar hier. Ich ziere mich so davor, Werbung zu machen, weil das so überhaupt nicht in diesen Channel reinpasst mit Dinosauriern. Aber du kannst mal auf www.ta-black.com gehen. Da findest du alle meine Bücher. Jetzt habe ich doch Werbung dafür gemacht. Und auch meine Kurzgeschichten, die ich gemacht habe. Das geht von Fantasy. Ich habe Märchen schon geschrieben. Ich habe auch so eine komplett... so ein Kompendium quasi, wo alle meine Kurzgeschichten zusammengefasst wurden, plus noch eine extra Kurzgeschichte, die alle dann zusammenfügen soll, storytechnisch. Die heißt Das Rosenparadoxon. Und ja. Kannst du gerne mal reinschauen, könnt ihr mal ganz gerne reinschauen, wenn ihr möchtet.
Und zum Thema meine eigene Homepage und was ich jetzt auch gerade wieder mit dem Schreiben angefangen habe, erfahrt ihr auch dann im nächsten Video ein bisschen was dazu. Punkt. Erstmal Punkt. Ich fand's schade, dass man in Dominion kein Spino gesehen hat. Ja, fand ich auch schade. Allein schon aufgrund dessen, dass ich jetzt mit irgendeinem Dino-Kostüm demnächst hier rumsitzen muss bei der Hitze. Obwohl, vielleicht können wir auch noch abwarten, bis es ein bisschen kühler geworden ist. Aber den Dino-Kostüm-Stream, den bekommt ihr. Ihr habt das Raptoren-Kostüm gewünscht und das bekommt ihr auch. Das habe ich sogar schon da. Liegt das hier? Nee. Egal. Bekommt ihr auf jeden Fall noch. Mit einem Wort lame. Ja, leider wirklich. Leider war das wirklich ein bisschen lame gewesen. Im aktuellen Video habe ich ja auch über den Kampf Spino gegen T-Rex gesprochen und das war zum Beispiel ein Kampf, der war wesentlich aufregender gewesen, weil der einfach so echt war. Ich meine, auch in Jurassic World 1, wo dann der T-Rex und der Raptor gegen den Indominus Rex kämpfen, da hast du ja schon gewusst eigentlich, die beiden gewinnen jetzt, oder? Das war schon so dieses Team-Up, wo du gewusst hast, die machen den jetzt irgendwie platt. Ja. Okay, ich weiß, was den Motor hält. Super, aber wir haben kein Werkzeug. Ich brauch keins, ist nur eine Riegel. Praktisch. Das Ding schnell rausholen zu können, war wohl eingeplant. That's what she said. Das Ding schnell rausholen zu können, war eingeplant. Ja. Hab's geschafft! Super, versuchen wir es nochmal. Okay, das war jetzt wohl die Sicherung gewesen. Jetzt müssen wir den Rauch abschalten. Geschafft! Der Dampf ist abgelassen. Jetzt müssen wir nur noch den Strom einschalten. Okay, ganz kurz nochmal wegen den Kommentaren. Dinos in der Wüste wäre witzig, auf jeden Fall. Dinos in der Wüste. Ich bin generell der Meinung, dass man hätte das Szenario so heftig ausweiten können. Ausweiten, aber dass man wirklich auch gesehen hätte, wie gehen andere Staaten mit diesen Dinosauriern um? Dinosaurier von mir aus in Dubai, Dinosaurier in, was weiß ich, man hätte das so krass überall einbauen können. Und sie haben am Ende aber halt nur gesagt, Dinosaurier laufen irgendwo herum und wir kümmern uns um Biosyn und Heuschrecken. Und auch die Heuschrecken sind nicht das Problem, mal ganz ehrlich. Das hätte auch funktionieren können oder hat von mir aus auch funktioniert, aber es ist einfach dieses ganze. Es hätte so viel mehr sein können, gerade als das große Finale. Das große Finale hätte Sinn gemacht. Hätte man Biosyn von Anfang an eingeführt, wenn Biosyn von Jurassic World 1 aufgebaut worden wäre, als großer Antagonist, und dann noch in Bezug auf Jurassic Park 1 mit Louis Dutchson, hätte man noch Bezug drauf nehmen können, wie er Dennis Nedry erwähnt oder irgendetwas, hätte man jetzt eine Great Conclusion gehabt. Aber so wurde ja nichts beendet, was mal angefangen wurde. Biosyn gab es vor Jurassic World Dominion für uns Zuschauer einfach nicht. Das war nie da. Und da kann man jetzt auch sagen, ja, aber in Comic 37 und in irgendeinem Kurzfilm, und da hat man ja mal kurz auf einer Leinwand im Hintergrund gelesen, Biosyn, das macht Star Wars. Das ist Quatsch einfach. Das ist so ein Quatsch. Ich habe mich voll gefreut, als du gesagt hast, dass der Spino kommen muss. Ich habe auch wirklich gedacht, dass der Spino wirklich auftaucht. Als ich im Film war, war ich enttäuscht, dass der Spino nicht da war. Es tut mir auch echt leid, aber ich war selber auch enttäuscht gewesen. Der Terry irgendwas ist halt ein riesen Fanliebling, wohl von vielen Ark-Spielern. Da soll der wohl auftauchen. Von daher ist es cool, dass der mit aufgetaucht ist. Aber ey, den Spino hätte man auch mal einfach mal vorbeilaufen sehen können irgendwie. Das, ich weiß nicht. Man will im Nachhinein immer viel zu viel haben, das ist schon richtig, aber wenn der Film auch so aufgeplustert wird, wenn man alles Mögliche verspricht, was auftaucht, und dann kommt es eben nicht, selbst dran schuld, ne, dass es dann irgendwann einem um die Ohren fliegt. Die anderen zwei Rexe, ist das nicht das Paar aus Vergessene Welt? Doch, das wurde offiziell bestätigt, habe ich auch ein Video auf YouTube zugemacht. Das sind genau die beiden. Das hat Colin, wie heißt der, Trevorrow, den Namen ist auch schwer auszusprechen, der hat es auf jeden Fall bestätigt, dass das die beiden Rexe aus The Lost World sind. Demnach hat der Spinosaurus auch keinen der beiden Eltern in Jurassic Park 3 getötet. So, hier wird einfach nur gelacht. Das freut mich, dass hier einfach nur gelacht wird. Am Schluss von Dominion. Achso, ja genau, das sind die beiden Rexe auf jeden Fall. Glaub schon. Jawohl, das ist so. Also ich finde Dominion jetzt nicht scheiße. Ich auch nicht. Aber
auch nicht sonderlich gut. Fand es schade, dass die Urcharakter erst so spät zu den Neuen gestoßen sind. Außerdem finde ich die Story etwas an den Haaren herbeigeführt. Das ja. Hätte auch gerne mehr von Isla Sorna gesehen, richtig. Oder sie generell wieder im Film gesehen. Der Endkampf hätte auch authentischer sein können, ja. Oh Gott, da muss ich auf ein paar Sachen eingehen. Also, Dominion ist nicht scheiße geworden. Das auf gar keinen Fall. Dominion macht Spaß. Der Film kann Spaß machen. Aber du musst dir halt überlegen, dir wird das Blau auf dem Himmel versprochen. Und dann gehst du in diesen Film rein und es passiert einfach nichts von dem, was dir von vornherein versprochen wurde. Battle at Big Rock sollte den Ton angeben. War gelogen. Das ist nicht der Grundton des Films. Es sollte ein Wissenschaftsthriller werden. War auch gelogen. Der Thriller war aufgelöst, nachdem das Fragezeichen gesät wurde, in Anführungszeichen gesät wurde. Nachdem Dr. Ellie Sattler gesagt hat, ja Moment, da hinten sind Felder gefressen. Nee, hier sind die Felder gefressen worden, da hinten aber nicht. Was kann das sein? Das wäre das Rätsel von einem Thriller gewesen. 5 Sekunden später wird es erklärt, warum das so ist. Damit ist der Thriller schon wieder vorbei. Deswegen... Ja, da war die Marketingkampagne einfach stärker als der Film. Nach dem Motto, da kann sich der Film ein bisschen was vom Marketing abschneiden. Schade. Die Urcharaktere so spät dazugestoßen sind, das fand ich gar nicht mal wirklich schlecht. Ich fand das sogar ganz amüsant, weil die haben ihre Zeit gebraucht. Ich meine, die sind alle jetzt verstreut. Ellie Sattler, Alan Grant und Ian Malcolm machen alle was anderes. Jetzt musst du dir aber die Zeit nehmen, die auch alle wieder zusammenzuführen. Und ich fand es schön, dass es eine parallele Story gewesen ist, abseits von den anderen dreien, die erstmal wieder zusammengeführt hat. Das fand ich wirklich echt schön. Das ist jetzt kein Kritikpunkt für mich persönlich. Hätte auch gerne mehr von Isla Sorna gesehen, da war keine Zeit dafür. Wahrscheinlich wird es da noch Spin-offs zugeben irgendwann, Isla Sorna, weil das so oft aufflackert in Foren, dann wird es auch noch passieren. Schätze ich mal. Mal gucken. Ich meine, allein, dass auch hier erwähnt wurde, dass Maisies Mutter, / sie selbst, / Schwester, wie auch immer, dass die auf der Isla Sorna gearbeitet hat. Das wird wohl nochmal aufgegriffen werden irgendwann. Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass wir da noch mehr drüber erfahren. Was hast du noch geschrieben? Der Endkampf, der war nicht authentisch, das stimmt. Der Endkampf war lasch einfach. Das war wirklich lasch. Hallöchen, erstmal hallo. Schön, dass du da bist bei dem Stream. Nein, Dominion hat mir noch das. Das ist gefehlt. Ja, ich weiß, was du damit meinst, glaube ich, aber. Ja. Ja, Dominion war auf jeden Fall, wie gesagt, es war halt jetzt kein. Es war für mich auch kein Finale. So, es gibt Gerüchte wohl, dazu gibt es aber auch noch keine Fakten. Wenn ich immer wieder höre, es ist bestätigt, das ist so ein Bullshit, es wurde nie bestätigt, dass Jurassic World in 2 Teile geplant war. Es gab mal einen Grundgedanken, dass das eventuell Sinn gemacht hätte, das wurde aber nie bestätigt. Das Drehbuch, so wie wir es haben, ich hau hier alles um, das war so fest, das war nicht auf 2 Teile ausgearbeitet. Hätte vielleicht Sinn gemacht, aber da muss ich auch wirklich Dominion wieder einen großen Daumen nach oben geben, nicht mit auf den Zug aufgesprungen zu sein. Wir machen das Finale nochmal in 2 Teile. Es hätte ja wesentlich mehr Geld eingespielt, wenn man das noch in 2 Parts gesplittet hätte. Es hätte Sinn gemacht, wenn Part 1 sich wirklich nur um die Welt gedreht hätte. Wie überleben verschiedene Staaten, Regionen, Länder, wie auch immer, in einer Welt voll Dinosauriern. Und dann gäbe es einen Cliffhanger, aha, Biosyn hat irgendwas Großes geplant und dann wäre Teil 2 mit Biosyn weitergegangen. Aber so war das Drehbuch halt irgendwie nie geschrieben gewesen. Von daher, cool, dass es eben schon dann umgesetzt wurde als eigener Film, also als ein eigenständiger Film. So, wo bin ich denn jetzt hier? Oh Gott. Es war wieder so ein Schnell-Action-Film ohne Liebe, also zum Film. Das finde ich aber auch. Das ist das Gleiche, was momentan alle Filme machen, zumindest die großen Franchises. Überlegt euch mal, warum ist Fast and Furious irgendwann so geworden, wie er geworden ist? Weil die Leute gemerkt haben, die Studios haben gemerkt, ey, die Leute gucken die Filme, solange nur Fast and Furious draufsteht. Oder Fast 5 oder Fast irgendwas. Wird angeschaut. Marvel ähnlich. Warum brauchen wir jetzt in Marvel eine Struktur, wie in den ersten 3 Phasen waren es, glaube ich, mit Thanos? Brauchen wir jetzt nicht. Warum? Die Leute schauen sich alles an, wo Marvel draufsteht. Jurassic Park World jetzt genau das Gleiche. Warum sollen wir denn jetzt eine,
eine Geschichte erzählen, die irgendwie auch noch eine tiefere Bedeutung hat. Leute gucken das doch eh, solange nur Jurassic draufsteht. Und das wird so weitergehen. Ich bin mir sicher, es wird vielleicht noch so ein paar Geschichten abseits von der Hauptgeschichte geben, die parallel zu Jurassic Park 1 vielleicht spielen, die wieder ein bisschen mit Nostalgie der Fans spielen, die jetzt abgesprungen sind, weil auch die sollen ja ihr Geld dalassen. Aber es wird weitergeführt werden und wird weiter, so wie es nennt, lieblos geführt werden, wie jetzt eben Jurassic World Dominion, weil Leute gucken es ja. Warum soll ich mir denn jetzt mehr Mühe geben, wenn Leute es doch sowieso gucken? Okay. Bin auch ein riesen Spino-Fan. Dann noch müssen wir darüber nachdenken, ob es eventuell sogar besser ist, dass er nicht dabei war, bevor man ihn schlecht dargestellt hätte, etc. Da ist natürlich auch wieder ein Punkt getroffen. Einfach mal froh sein, dass wir den Spino jetzt wenigstens so haben. Ich bin eh ein froh von Ich bin eh ein Fan von dezentem Einsetzen von Kreaturen, von ja, als Beispiel Godzilla 2014, wenn ihr den gesehen habt, finde ich besser als den Rest. Weil Godzilla in diesem 2-Stunden-Film vielleicht nur 15 Minuten Screentime hat und deswegen bleibt er aber so mysteriös. Und der Spino hat jetzt eben das Ähnliche. Von 6 Filmen kommt er in einem einzigen Film vor, auch nicht wirklich häufig. Passt. Außerdem ist er der erste Gegenspieler, glaube ich, der nicht gestorben ist, abseits von Rexy, ne? So, gerade in Jurassic World, der Indominus Rex ist gestorben, der Indoraptor ist gestorben, der Giga ist gestorben. Also von daher kann man so irgendwie positiv sehen, aber trotzdem, ich weiß nicht. Übrigens wurde jetzt auch vor ein paar Tagen ein neues Skelett entdeckt, vielleicht habt ihr es gelesen bei NTV, von dem neuen angeblich größten Dinosaurier. Das habe ich mir jetzt auch mal durchgelesen. Dazu kommt dann auch die nächsten Tage ein Video. Ob das wirklich sein kann, dass wir jetzt hier den größten Carnivore, sogar noch größer als Spino und Giganotosaurus, entdeckt haben. Ich finde die Easter Eggs so nice, die auf den ersten Jurassic Park abspielen. Ich finde die auch cool. Ich bin auch ein Typ, ich mag Fanservice. Aber wenn ein Film nur darauf ausgelegt ist, nur Fanservice zu bringen. Also der Film basiert ja nur auf Fanservice, von Anfang bis Ende. Ist das ein bisschen faul, oder nicht? Warte mal, jetzt ist hier der Bildschirm ausgegangen. Hoppala. Naja, immerhin sehen wir Spinosaurus in Camp Cretaceous erneut in Staffel 5. Hoffe, die Serie geht gut aus. Ja, aber das, ich meine, es soll ja wohl der gleiche Spinosaurus sein, wie der, den wir auch in Jurassic Park 3 gesehen haben. Aber er hat, erstmal hört er sich anders an. Der läuft aufrechter, so, ja. Ich bin gerade wieder im Meckermodus, ich merke es schon, das tut mir auch echt leid. Aber ja, ich hätte ihn einfach nur gerne nochmal in Real Life gesehen. In einem schönen Real Life-Film wäre das doch echt ganz cool gewesen. Allgemein fühlen sich die Dinosaurier Jurassic Park-Kämpfe realer an. In Jurassic Park gibt es doch gar nicht so viele Kämpfe, oder? Es gibt T-Rex gegen die Velociraptoren und es gibt Spinosaurus gegen T-Rex. Oder? Habe ich irgendwas vergessen? Aber ja, die fühlen sich echter an. Weil die... Ja, keine Ahnung, warum das so ist. Okay. Servus Diego. Verwuchert die Anlage auf Isla Sorna immer noch. Isla Sorna, das wurde im Film Dominion mal ganz kurz erwähnt, dass die Dinosaurier von dort auch aufs Festland gebracht wurden. Die Anlage wird aber immer noch weiter verwuchern, denke ich mal. Die wurde jetzt ja weder weggeschafft, noch wurde irgendwas davon erwähnt. Es wurde sich schon sehr viel Freiraum offen gelassen, um noch bestimmte Fortsetzungen zu machen. Weil sie haben ja dann irgendwann auch gesagt, also am Anfang hieß es, das, was mit Jurassic Park beginnt, endet jetzt hier. Das ist das Finale der gesamten Jurassic-Reihe. Dann wurde irgendwann gesagt, nee, das stimmt so nicht. Wir haben nur gesagt, das ist das Ende der Charaktere aus Jurassic Park und Jurassic World. Da wird es noch weitergehen. Die haben halt den Schwanz jetzt wieder eingezogen, weil ein großes Finale, da haben alle Schiss davor. Wenn das große Finale nämlich brachial wird und viel Geld einspielt, hört man nicht auf mit der Filmreihe. Und das ist auch so ein riesengroßes Problem, einfach mal die Sachen in Ruhe zu lassen. Der Herr der Ringe ist genau das Gleiche. Jetzt bekommen wir noch eine Vorgeschichte vor der Vorgeschichte. Gut, ich glaube, das wird nichts, aber auch wenn sie mir nicht gefällt, ist mir das wurscht. Aber auch bei Herr der Ringe, wenn da die Verträge nicht so hart wären,
die Rechte nicht so verfestigt bei den Tolkien, bei der Tolkien-Familie liegen würde, hätte man auch längst ein Herr der Ringe 4 rausgebracht. Hundertprozentig. Und dann gäbe es dann wahrscheinlich zwei Schicksalsberge und einen noch größeren Ring und es muss ja alles immer brachialer werden. Denkt euch doch einfach mal irgendwas Neues aus. Wurde eh gesagt, dass dass es nicht mehr als einen Top-Predator geben sollte. Du meinst jetzt in den Filmen generell, meinst du, oder was? Oder meinst du jetzt in Biosyn Valley? Da wurde das nämlich auch so ähnlich gesagt. Wenigstens gab es in Dominion keine Hybriden. Auch da würde ich dir jetzt widersprechen. Was heißt, es waren keine Hybriden, aber da gab es ja auch wieder Raptoren, die auf Laserpointer reagieren. Das sind doch auch Hybriden, oder nicht? Das macht doch kein normales Tier. Außer es ist abgerichtet. Okay, außer es ist abgerichtet. Es wurde nie erwähnt, warum die Raptoren auf die Laserpointer reagieren, oder? Oder wurde im Film Bezug auf den Indoraptor genommen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Du hast sicher von Prehistoric Planet gehört. Ja, habe ich. Würdest du sowas auch schauen oder ist dir das zu dokumäßig? Nein, Prehistoric Planet habe ich schon lange gesehen und ich finde es eine unfassbar geile Doku. Ich bin auch jedes Mal kurz davor, darüber ein Video zu machen, aber ich kann darüber kein Video machen, um in Einklang zu bringen, wie extrem enttäuscht ich von Jurassic World bin, von der gesamten Trilogie Jurassic World. Und ich will nicht als darüber meckern, aber Prehistoric Planet kann ich eben nur ans Herz legen. Apple TV Plus könnt ihr kostenlos überall gucken, gibt's auch als App, könnt ihr auf dem Browser schauen, gibt's auch auf den meisten Smart TVs. Meiner ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre alt, aber auf dem geht es noch. Und ihr könnt euch, glaube ich, die ersten 3 Monate oder zumindest den ersten Monat Apple TV Plus kostenlos holen. Und es lohnt sich, das für die Serie zu machen. Die Doku-Serie zu machen. Diese Doku ist zum Teil schöner, obwohl das alles nur animiert ist, als Jurassic World Dominion. Und es ist quasi der vor 65 Millionen Jahren Prolog aus Jurassic World Dominion nur als Doku. Super geil gemacht, super interessant und informativ vor allem. Und auch hier geht man auf ein paar Theorien ein. Hier gibt es zum Beispiel die... wie heißen sie denn? Da könnt ihr mir jetzt wieder helfen. Das sind diese Langhälse. Und in der Doku-Serie haben die so Plusterpolster, die sich so aufpolstern können. Und da wird auch gesagt, man vermutet, dass das sein könnte. Das wäre eine Theorie, die funktionieren würde. Und das finde ich halt sau interessant, so Theorien mal aufzustellen. Weil Wissenschaft ist Theorien aufstellen und dann zu versuchen, die Theorien zu belegen. Und das haben sie halt in der Serie super geil gemacht. Von daher wirklich Prehistoric Planet. Und auf Deutsch heißt der aber ein Planet vor unserer Zeit, glaube ich, ne? Irgendwie so. Kann ich nur empfehlen, ist super geil. Mmh. 80 Kilometer von Nublar entfernt sollte es Isla Sorna auch nicht mehr geben. Allein schon wegen dem Vulkan. Das kann sein, dass Isla Sorna deswegen auch nicht untergegangen ist, aber halt eben auch nicht mehr bewohnbar ist. Und auch das hätte man noch mal ganz kurz so erwähnen können, um eben bei der Great Conclusion einen schönen Abschluss zu machen. Erklär mir doch, warum ich nicht hier sitzen soll und mir denken soll, tja, was ist denn jetzt mit Isla Sorna? Da wird sich einfach nicht genug Gedanken drüber gemacht. Hab die Raptoren vergessen, das sind Hybriden. Ja, wie gesagt, vielleicht sind die einfach auch drauf dressiert, die anzugreifen. Ich weiß ja, was du meinst. Du meinst Hybriden aus Saurier A und Saurier B und dann zusammen fusioniert. Das gab's dann nicht, das stimmt. Aber ich fand den Indominus Rex fand ich nie schlimm. Ich fand auch den Indoraptor fand ich nicht schlimm. Den mag ich sogar noch mehr als den Indominus Rex. Das war halt nicht das Problem der Filme. Das Problem liegt ganz woanders. Das sind alles logische Konsequenzen aus dem, was wir gesehen haben. Wir können eigenes Leben erschaffen, wir können eigene Saurier erschaffen. Natürlich sagen wir irgendwann, lass halt mal eigene Kreaturen erschaffen, aus Lebewesen 1 und Lebewesen 2 zusammengeklatscht. Das machen wir heutzutage bei Hunden als Beispiel. Das sind diese Züchtungen, die es zum Teil überhaupt nicht gibt. Das ist Hund Rasse 1, Hund Rasse 2 zusammengewürfelt, kommt dann irgendwann Hund Rasse 3 raus, so in der Art. Und das machen sie da auch, also das passt schon. Aber die Umsetzung ist eben schwach. Das mit dem Laserpointer habe ich auch nicht verstanden. Ja gut, das kannst du halt darauf beziehen, dass der Indoraptor in Jurassic World Fallen Kingdom ja auch über Laserpointer steuerbar war.
haben sie halt wieder aufgegriffen. Finde ich immer schön, wenn man sowas nicht einfach so wegschmeißt. Und wenn es wieder aufgegriffen wird, haben sie hier gemacht. Ist okay. Braucht man aber eine Kreditkarte und die habe ich nicht. Brauchst du da eine Kreditkarte für echt? Wahrscheinlich brauchst du die nicht, wenn du ein Apple-Handy hast. Oh, ich habe halt PayPal. Gut, über PayPal kann auch sein, dass es daran liegt. Ich habe es mit PayPal damals gemacht. Und habe mir da ein Abo auch geholt, was ich übrigens immer noch habe, weil Apple TV Plus finde ich einfach geil. Hat weniger Inhalte, dafür qualitativ extrem hochwertig. Besser als Netflix, besser als zum Teil bei Amazon Prime. Und kostet halt nur, ich glaube, 4,99 waren es, glaube ich. Also, ja. Oder du brauchst keine Kreditkarte, meine ich, wenn du... Du kannst dir, glaube ich, auch die Gutscheine dafür kaufen. Ich hatte bei der letzten Verlosung hatte ich nämlich einen Gutschein mitgegeben an den Hauptgewinner, wo drauf stand, auch für Apple TV Plus verfügbar. Müsst ihr mal nachschauen, ob das auch funktioniert. Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Video zu Prehistoric Planet würde ich gern sehen zu dir. Ey, würde ich echt ganz gern machen. Wir können da auch mal gern Folge für Folge durchgehen, weil das ja wohl der aktuellste Stand der Wissenschaft auch ist. Können wir gern machen. Prepaid, Kreditkarte, geht, habe ich auch gemacht. Geht das echt nur mit irgendwelchen Kreditkarten? Ich habe das gar nicht gewusst, sorry. Ich erzähle da als, wie geil ich das finde und am Ende kann sich dann aber keiner kaufen. Das tut mir echt leid. Aber ich meine, ihr könnt das auch mit diesen Gutscheinkarten bezahlen. Wir machen jetzt mal ganz kurz weiter. Schön, dass wir so viel quatschen können. Aber wir müssen mal in der Story ganz kurz vorankommen. So. Haben wir das Rad jetzt eigentlich schon gedreht? Ja, müssen wir. Okay. Ja. Ach so, nee. Sie haben wir schon erledigt. Das war schon alles, glaube ich. Oder können wir noch etwas machen? Nee, das war's mit ihr. Was können wir mit ihr noch machen? Das Ding aktivieren. Aufladen erst, ne? Kann ich ihr irgendwie helfen? Ich komme schon zurecht, danke. Sie kommt schon zurecht. Eins. Fanservice. Zwei. Ich finde sowas, ich weiß nicht, Fanservice catcht mich. Ihr könnt mir mal gerne in den Chat reinschreiben, ob euch Fanservice auch so krass catcht wie mich. Ich bin so extrem anfällig für Fanservice einfach. Das ist so abartig. Vier. Ist das? Das zum Schließen drücken Licht heißt, der Kondensator ist geladen. Genau. Weil Fanservice auch nicht immer schlecht sein muss, oder? Fanservice kann doch einfach nur zeigen, ja, es spielt in der gleichen Welt, oder nicht? Oder? So, wenn in der Herr der Ringe Frodo nochmal auftaucht, wenn in der Hobbit nochmal kurz Frodo, nee, umgekehrt, wenn in der Herr der Ringe nochmal Figuren aus der Hobbit erwähnt werden, heißt es auch immer, es könnte Fanservice sein, wo ich sage, das ist kein Fanservice, Mann, das ist die gleiche Welt, das passt doch so. Ich schließe den Schaltkreis und schalte den Strom wieder ein. Bitte nicht explodieren, bitte nicht explodieren. Es gibt nichts, worüber du dir Sorgen machen musst. Das haben wir schon mal gehört. Da kommt noch was durch, weil die Ratten sind hier reingelaufen. Nora? Keine Sorgen, ja? Keine Panik. Es ist nur eine Sicherheitsmaßnahme zum Schutz des Kraftwerks. Wir haben sie wahrscheinlich aktiviert, als wir den Motor oder etwas anderes abgeschaltet haben. Alles okay. Wenn Sie das sagen? Ach, komm. Ach, komm, nein, ey. Oh, nicht er. Der will Rache. Okay, jetzt gibt's ein dickes Rematch, glaube ich. Oh, verkackt, ich bin tot. Nee, doch nicht. Ich krieg das zum Teil nicht gebacken, rechtzeitig zu sehen, was ich drücken muss. Die Türregler, sie sind völlig zerstört. Danke. Können wir diese Türen nicht manuell öffnen? Leider nicht. Wir können sie nur mit den Schaltern an den Türen öffnen, durch die wir reingekommen sind. Ich kümmere mich drum. Auf jetzt, Oscar. Eins gegen eins, Faustkampf gegen den Raptor. Dann muss ich Ihnen wohl nochmal Angst einjagen. Wenn wir das zumindest besprechen. Ja. Genau, dass ich der Einzige bin, der es zur Schalltafel schaffen kann. Vielleicht. Aber wer sagt, dass du es allein machst? Ich. Hör zu, Billy. Wir müssen diese Leute hier rausholen. Und ohne uns beide haben sie keine Chance. Scheiße. Okay, ich will, dass sie alle hier warten, während ich die Sache kläre. Okay.
Wir machen gleich die nächste Kommentarrunde, wo ich auf eure Kommentare eingehe, aber ich glaube, jetzt kommt erstmal ein wichtiger Kampf. Zumindest ein wichtiges Rätsel. Ja, das mit der Lava finde ich hier ein bisschen kacke irgendwie. Und jetzt machen wir aber hier nicht Resident Evil Style und boxen die Felsen runter, was aber auch keinen Sinn ergeben würde. Ich könnte da vorn runter. Ich bin schon öfter so weit gesprungen. Okay, ich will, dass du die Leiter runterkriegst und die Raptoren köderst. Oh, alles klar. Ich dachte schon, du bist verrückt. Aber das ist ein toller Plan. Fällt dir was Besseres ein? Wir sollten einfach die Frau Doktor runterwerfen. Das würde sie ab. Das ist eine gute Idee. Ich finde die auch nicht wirklich sympathisch. Und nicht nein, nein, bitte. Sie könnten sterben. Noch bin ich nicht aus der Welt. Aber gleich eventuell. Okay, Oscar. Lenk sie ab, okay? Wenigstens ein paar Sekunden. Alles klar. Was machst du denn? Der ist doch direkt unter dir. Was macht er denn jetzt? Hey, danke. Was ist denn jetzt der große Plan, den ihr hier verfolgt? Was? Oh Gott, er stirbt. Nee, doch nicht. Was ist denn jetzt hier der große Plan, wo er meint, das wäre intelligent? Okay. Hoffentlich kommt er zurück. Mach dir keine Sorgen. Der Mann hat's drauf. Sie haben ihn doch gehasst. Aber ich respektiere seine Fähigkeit. Wenn es jemand schafft, dann er. Er schafft das auf jeden Fall. Oscar! Gesellschaft! Hey! Wie wär's hiermit? Schöne, leckere Keule! Zu langsam, du blöde Echse! Ist aber auch sehr riskant, was er hier macht, ne? Aber der Plan ist doch schon ziemlich bescheuert, oder nicht? Oh, ich bin tot. Wow. Oscar wurde weggesnackt. Okay. 12 Tode in diesem einen Kapitel. Sehr traurig. So. Apple TV Plus verlangt eine Kreditkarte. Hätte durch ein PS5 6 Monate gratis. Aber so halt nicht. Verstehe. Kannst du jetzt weiterspielen? Ja, ja, ich mache ja schon weiter. Alles gut, alles gut. EP, die Kreditkarten anmelden kannst du danach, aber zu PayPal wechseln, die Zahlungsmethode. Freue mich immer über Dino-Stuff und wenn du damit durch bist, würde ich mich auch auf Herr der Ringe und Co. freuen, aber kein Stress. Ja, Herr der Ringe und Co. passt halt nicht so wirklich zu diesem Kanal, aber das wird, wir werden das auf Twitch ja auch live gucken können. Da gibt's ja diese Watch-Partys, das heißt, da könnt ihr euch bei mir einloggen, dann drücke ich auf Play und dann läuft der Film ab. Der Unterschied ist eben nur, dass wir dann zusammen den Film gucken können, wie jetzt auch hier im Livestream, wo wir zusammen spielen können. Ihr seht meine Fratze und ihr könnt in die Kommentare reinschreiben, während die Serie läuft, während die einzelnen Episoden laufen. Könnte ganz cool werden. Wie geht's eigentlich deinem Welpen? Dem geht's sehr gut. Dem geht's sehr gut. Ne? Wie heißt du in Real Life? Tobi. Einfach Tobi. Wahnsinn, ich schaue gerade Lawrence von was? Arabian, Alec Guinness, kenne ich nicht. Sieht Sebastian von Filmstadt so ähnlich. Okay. Endlich mal geschafft, hier zu sein, wenn du online bist. Schön, dass du da bist, Baba. Baba.
Vegeta, stimmt. Vegeta ist der Synchronsprecher. Also der Synchronsprecher von Vegeta ist auch der gleiche wie der ihn spricht. Noch ein Versuch. Was war uns jetzt gewesen? Rechts runter, oder? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Scheiße. War es rechts runter? Zweimal nach links auf jeden Fall, okay. Zu langsam, du blöde Echse. Ich habe die Obi-Wan-Serie bis heute nicht gesehen. Okay, was muss ich jetzt drücken? Rechts, nochmal. Dreimal rechts. Nee, jetzt kommt's erst, wo ich sterben kann, okay. Rechts runter war es, meine ich. Wisst ihr da mehr als ich? Nein. Okay. Rechts, ich glaube, es war rechts runter. Wenn nicht, dann halt nächste Runde. Nee, ich hab... Ach, runter, rechts, einfach nur einmal runter und rechts. Oh. Endlich einer aus unserem Ort, der auf Twitch unterwegs ist. Aus unserem Ort? Was ist denn unser Ort? Da musst du mich gerade mal erhelligen. Vor allem auf Twitch unterwegs. Ach Mann. Egal, runter rechts. Zu langsam, du blöde Echse. Also eigentlich. Gut so. Konzentriert euch auf Billy. Gott sei Dank. Okay, sie haben mich entdeckt. Oh, scheiße.